Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass so viele sozusagen auf diesen Ruf gefolgt sind. Hier im Einstieg in Programmierung. Ich hoffe, es sind wirklich alle, die im Raum sind, haben noch nie irgendwie programmiert oder schon gar nicht Informatik studiert oder sonst irgendwas, sondern wirklich quasi programmieren, keine Ahnung, bisher maximal vielleicht die Waschmaschine auf 65 Grad programmiert und das war's. Wenn das so ist, dann seid ihr genau richtig hier. Ich möchte nämlich wirklich ganz low level einsteigen. Vorweg zwei, drei Takte zu meiner Person. Ich war lange Jahre in Baden-Württemberg am Gymnasium, habe dort in den oberen Bereich Informatik, Oberstufe Informatik unterrichtet. Mir war aber auch immer wichtig, sozusagen schon in der Sek 1 und in der Mittelstufe auch Informatik ganz einfach reinzubringen, weil wir eben unterschiedliche Zielsetzungen haben. Einerseits heißt natürlich, wir brauchen mit ITler im Land und so weiter Berufsbildung. Ja, das ist richtig, aber Beispiel Musikunterricht, ganz viele Bläserklassen und so weiter fangen in Klasse 5, 6 an, Instrumente zu spielen, Trompete, Flöte und so weiter. Und die sollen nicht alle Berufsmusiker werden. Da geht es darum, es mal gemacht zu haben, um ein gewisses Weltbild, um eine gewisse Perspektive zu bekommen. Das ist auch ein Unterschied, ob ich in der Schule lerne. Wie hoch ist das Matterhorn oder die Zugspitze? Oder ob ich schon mal da oben stand und da mal selber war, das mal selber gemacht habe. Da kann ich viel erzählen. Und ich bin der Meinung, Digitalisierung ist eine Sache, das beruht eben auf Algorithmen. Und ich kann ganz viel über Algorithmen erzählen und die bösen Algorithmen. Wir brauchen einen Algorithmen-TÜV und was man da alles so Schönes hört. Und ganz viele Leute reden da ganz viel, auch teilweise, Entschuldigung, dummes Zeug. Politiker, und die weiß ich, die haben noch niemals irgendwas programmiert, sonst würden sie nicht so rausreden. Und Ziel des Workshops ist, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man mit ganz einfachsten Mitteln wirklich from scratch, quasi von Null an, einfachste Sachen programmieren kann. Und ich behaupte mal, das kann jeder. Wir werden es nicht hinkriegen, das in einem Workshop so zu machen, dass ihr mitmachen könnt in vielen Sachen, weil, das sage ich gleich was dazu, mit Tablets ist es ein bisschen schwierig. Das geht derzeit meistens richtig nur mit einem Windows-Rechner, weil die Software, die ich hier verwende, die Scratch-Software, basiert noch in der aktuellen Version auf Flash. Und Flash steht ja sozusagen bei Apple, Google und so weiter auf der Abschlussliste. Und die neue Version 3.0, die auf aktuellen Web-Technologien, die dann in jedem Browser läuft, auf Tablets, die ist erst in der Entwicklungspipeline und soll erst 2018 im ersten Quartal rauskommen. Das heißt, mit Windows-Rechner kann man das nachmachen, mit Tablets und so weiter, da fliegt der Flash langsam runter und da sind wir eben gerade dabei. Einstieg ist eigentlich, es gibt eine sehr schöne Programmierumgebung, die läuft vollständig im Browser, die braucht man sich auch nicht installieren, also wenn derzeit noch Flash drauf ist, wie gesagt, 3.0 ist in der Entwicklung, die URL ist scratch.mit.edu. Vielleicht hat irgendjemand hier das Etherpad, schreibt irgendjemand im Etherpad mit? Alle. Alle? Ja, es gehört sich so. Okay, gut. Also, darf ich das kurz sagen, weil es in der vorigen Session auch nicht lief, da waren zwei Leute auf dem Etherpad. Vielleicht ist das, weil es waren sehr viele, die zum ersten Mal auf dem vielleicht auf dem Backend sind. Bitte macht eure Notizen direkt in dem gemeinsamen Etherpad. Ja, das kommt allen zugute. Also man kann einfach nicht mal alles mithören und dann ist man froh, wenn die anderen auch mitnotiert haben. Sorry. Okay, gut. Ich aufspiele, aber das gehört sich so. Ja, genau. Also vielleicht wird es jemand, da ist immer schwierig. Ich kann es neben reintippen, aber das ist... Also scratch.mit.edu vom MIT und dann öffnet sich im Browser diese wunderbare, schöne Seite. Es sieht ein bisschen bunt aus, am Anfang ein bisschen sehr bunt. Da kann man sich Projekte anschauen und so weiter, andere Spiele. Einfach mal herumsurfen, was es alles gibt, entdecken, Tipps und Tricks. Aber das Spannende ist eigentlich, wenn man hier auf diesen kleinen Button Entwickeln drückt. Entwickeln ist unter Entwickeln der Fachbegriff für Programmieren. Darf ich nochmal einen Stopp sagen? Ich habe da oben schon nicht mitgekriegt. Scratch, wie ist das? Dann schreibe ich doch selber ins Etherpad rein. Scratch.mit.edu. Genau.
Also, ich habe es mal reingeschrieben. Das ist einfach die Webseite, scratch.mit.edu. Und dann hier auf Entwickeln klickt. Ja, das sieht man schon, zum Aktivieren von Adobe Flash Player klicken. Auch hier muss ich das dreimal abklicken, weil es eben einfach die Technologie auf der Abschlussliste steht. Derzeitigen Version auch eine Offline-Version gibt, die man sich als Excel oder Windows auf dem Rechner runterladen kann, das offline betreiben. Wie das mit der 3.0 aussieht, weiß ich derzeit nicht. Dort gibt es bisher noch auch keinen Termin von den Entwicklern, sondern es ist angekündigt. Man kann es sich auch schon anschauen als Preview, aber das kommt so 2018. Also geht bei mir auf dem Tablet derzeit einfach noch nicht. Das muss einfach kommen. Und die haben das dann zum Anlass genommen, das komplett einfach neu zu entwickeln. Und manche Sachen sehen auch anders aus und ist ein neueres Design und so weiter. Das gibt einfach eine komplette Neuentwicklung. Aber funktioniert dann eigentlich genauso. Und jetzt mal hier zum Layout. Es gibt ganz viele moderne Programmiersprachen, vor allem aus dem didaktischen Bereich, sogenannte grafische oder blockorientierte Programmiersprachen, wo die Programmierung einfach darin besteht, dass man mit der Maus irgendwelche Blöcke zusammenbastelt und dann hat man ein Programm, das läuft und das ist Programmieren. Ich möchte kurz ein paar Sachen erklären. In diesem Scratch, da gibt es hier einen weißen Bereich, das nennt sich die sogenannte Bühne. Und auf dieser Bühne gibt es Schauspieler und ein Schauspieler ist diese kleine nette Katze hier. Die bewegt sich hier dran und da gibt es unheimlich viele Blöcke, was man programmieren kann. Und das Wichtigste ist, der Reiter Skripte hier auf der rechten Seite kann ich ein sogenanntes Skript erstellen oder ein Programm, wo ich der Katze ein bestimmtes Verhalten mitgeben kann. Programmieren, vielleicht habt ihr schon mal gehört, es gibt im Programmieren Programmierbefehle, die sind eigentlich ganz einfach. Das sind hier diese Blöcke. Ich habe hier einfach ein paar blaue Blöcke, die beschäftigen sich damit, wie ich die Katze bewegen kann. Gehe einen 10er-Schritt, wenn man Doppelklick drauf macht, dann bewegt sich die Katze um 10 Schritte. Vorne, 15 Grad, dreht sie sich so rum. Naja gut, das ist fast wie ein Grafikprogramm, also drehe ich nach rechts, drehe ich nach links, bis jetzt da nichts programmiert. Das wäre auch in einem Grafikprogramm so gegangen, drehe das Objekt um 15 Grad, gehe an eine bestimmte Position oder gehe zu 0, 0, kann ich hier eingeben, es gibt so ein gewisses Koordinatensystem, hier unten ist 0, 0, nach rechts und nach oben, nach wie eben Koordinatensysteme so funktionieren. XY. Ja, programmiert ist da noch gar nichts. Jetzt programmieren wir. Es gibt, da brauchen wir hier rechts, den zweiten wichtigen Button Ereignisse. Ein Programm ist immer, muss irgendwann mal starten und irgendwann muss das Programm mal wissen, wann geht es dann eigentlich los. Da haben wir hier diese grüne Startflagge. Und der erste Block, den ich mal reinschiebe, heißt, wenn die grüne Fahne angeflickt, dann geht es los. Und man sieht schon, das ist so ein Puzzleteil, hier kann ich was anbauen. Das heißt, wenn ich die grüne Fahne anklicke, da kann ich mir jetzt ein paar Bewegungen reinklicken. Zum Beispiel gehe einen 10er-Schritt, gehe nochmal einen 10er-Schritt, dann drehe ich um 15 Grad, dann drehe ich nochmal um 15 Grad, gehe nochmal einen 10er-Schritt. Und wenn du fertig bist, auch hübsche Sachen aussehen, kann ich die Katze, sie kann was sagen, sie kann was denken, sie kann ihre Größe, ihre Farbe ändern, also da kann man ewig rumspielen, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, dann sagt die Katze zum Beispiel, hallo, oder fertig, für 2 Sekunden. Und jetzt habe ich programmiert. Das Programm ist fertig, jetzt muss ich das Programm noch starten. Wenn ich grüne Fahne angeklickt, ich habe hier eine grüne Fahne, ich kann draufklicken. Und was passiert? Man sieht zwei Dinge. Erstens, es geht unheimlich schnell.
weil die Programmiersprache nämlich diese einzelnen Schritte, klack, 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 mehrere tausend diese, tausende von Befehlen teilweise in einer Sekunde abarbeiten kann. Wenn ich nochmal draufklicke, also von dem Ablauf sehe ich nichts, es geht wirklich schnell. Das ist ja der Vorteil, warum die teilweise Computer verwenden. Die sind zwar doof, aber schnell. Und darum macht man viele Dinge. Und das Programm selber muss ich machen, das dauert Zeit, aber die Ausführung, die geht dann schnell. Jetzt kann ich die Katze hier so ein bisschen, wenn ich das Programm öfters ausführe, kann ich die Katze hier im Kreis rumschicken, dann kann die schön im Kreis laufen. Das wäre so das erste Programm, mit der Maus hingeschoben. Ich behaupte mal, oder wer von euch sagt jetzt, halt, ich bin raus, verstehe ich nicht mehr. Noch alle dabei. Gut. Was man noch machen kann im Programmieren, ich zeige jetzt einfach noch ein paar Sachen. Das Programm kann natürlich nicht sonderlich viel. Baue hier mal was um. Gehe 10er Schritt, drehe ich um 15 Grad. Den Rest schiebe ich mal hier weg. Das wird dann nicht ausgeführt, weil es nicht dranhängt. Und jetzt möchte ich, dass meine Katze gerade rausgeht, vielleicht einen 10er Schritt und sich nur um 5 Grad dreht, dass sie hier im Kreis rumläuft. Das kann man natürlich sehr schön machen. Gehe 10er Schritt, drehe ich um 5 Grad, gehe wieder einen 10er Schritt, drehe ich um 5 Grad und dann kann ich die Katze so langsam im Kreis rumlaufen lassen. Das heißt, Copy-Paste kennt man sowohl als Schüler als auch als Lehrer sehr gut. Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Und wenn ich das ganz oft hintereinander mache, ja, dann reicht es noch nicht. Nochmal Copy-Paste. Auch noch nicht so gut, dann läuft die Katze immer noch nicht so richtig schön im Kreis rum. Dann überlegt man sich langsam, wenn ich hier 20 mal, 25 mal Copy-Paste mache, gibt es da vielleicht intelligentere Methoden, aber Intelligenz sieht es nicht aus. Und in der Tat gibt es das, würden wir auch nicht so machen. Wer irgendwo schon mal in seinem Leben was mit Musik zu tun gehabt hat, der stellt fest, wenn ich eine Strophe zweimal singen will, steht die nicht zweimal hintereinander, sondern hinten am letzten Takt sind so zwei Punkte, die sagen, wiederhole das Ganze doch nochmal, mach es einfach zweimal. Ich schreibe es nicht zweimal hin, ich schreibe einfach hin, mach zweimal und dann spare ich unheimlich Papier. Geht hier genauso, da gibt es sogenannte Steuerungsblöcke, das ist ein Wiederholungsblock. Wiederhole zehnmal, dann kann ich das hier hineinbauen, das kann ich auch vielleicht den G10er Schritt mal etwas kleiner machen, wiederhole zehnmal. Vielleicht auch nur um einen Grad. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Kreis laufen, muss ich mich einen Kreis umlaufen, muss ich das 360 Mal machen, jeweils einen Schritt gehen und einen Schritt mich drehen, kann ich hier oben reinschreiben, wiederhole 360 Mal. Und dann wird eben diese zwei Blöcke 360 Mal, erst das eine, dann das andere, dann das eine, dann das andere. Und dann läuft es 360 Mal ab. Und das ist das zweite große Konstrukt, was wir in der Programmierung brauchen, dass einfach Dinge öfters ablaufen. Und da haben wir so eine Wiederholungsschleife. Wiederhole 360 Mal. Ich habe mit ganz, ganz wenig Programmiercode sozusagen, mache ich aber am Schluss viel, weil eine Wiederholung dahinter steckt. Das kann man machen. Dann ist natürlich die Frage, was kann man mit so einem Spiel noch machen? Diese Scratch-Oberfläche, die verleitet so ein bisschen dazu, ein Spiel zu machen oder sonst irgendwas. Was ich dann im Unterricht oft mit Schülern mache, ist, wir sagen, wenn wir so die ersten Schritte gemacht haben, also die Schüler, die in der Regel spielen die eine Stunde lang rum und sagen, ich ändere den Farbeffekt der Katze, das ist sehr schön, dann wird die rot und grün und blau und ich kann die Größe der Katze ändern und ganz beliebt ist natürlich hier Klang, spiele den Klang Miau ab. Das ist jetzt hier leise. Das ist sehr schön. Ist immer noch leise. Auf jeden Fall kann die Katze ganz voll Miau sagen. Und das ist im Unterricht immer ganz schön. Und wenn man dadurch diese ganzen Spielereien mal durch ist, kann man sich dann überlegen, wie funktioniert ein Computerspiel. Das mit Schülern immer ganz toll. Was brauche ich bei einem Computerspiel? Muss irgendwie interaktiv sein. Also nur die Katze macht irgendwas und sagt irgendwas und bewegt sich hin und her, ist so mittelspannend. Ich möchte vielleicht mit zwei Tasten abfragen, die Katze soll spazieren laufen. Auch das geht. Wir haben mit Fühlen
auch wieder eine ganze Latte von Dingen, wo ich sozusagen, Stichwort Sensoren, wäre das ganz große Wort, wo ich einfach bestimmte Dinge abfragen kann, sind die so oder sind die nicht. Und das ganz Schöne ist zum Beispiel, ob eine bestimmte Taste gedrückt ist. Taste, Leertaste gedrückt. Das kann ich abfragen. Und im Bereich der Steuerung kann ich dann, wenn ich sage, ich möchte, dass die Katze sich, wenn ich die rechte Taste drücke, soll sie sich nach rechts bewegen. Wenn ich die linke Taste drücke, soll sie sich nach links bewegen. Da gibt es auch so einen Block, der heißt Falls. Das heißt, da kommt hier rein Falls. Das erste nennt man die Bedingung. Falls die Taste Pfeil nach rechts gedrückt, dann läuft die Katze nicht automatisch nach rechts. Das muss ich ja sagen. Kann ich bei der Bewegung zum Beispiel direkt auf die Koordinaten zugreifen und sagen, ändere, das ist die X-Koordinate, um 10. Wenn die Taste Pfeil nach rechts gedrückt, geht 10 Pixel nach rechts. Das gleiche kann man, wenn die Taste Pfeil nach links gedrückt, ändere X um, wird mathematisch anspruchsvoll, minus 10. Und ich lasse das Programm starten. Nachdem, was passiert? Die Katze dreht sich, weil im Endeffekt läuft das Programm hier oben ab. Wenn ich jetzt möchte, und das muss man sich so ein bisschen überlegen, dass ich sozusagen, dass das Spiel funktioniert und ich möchte, dass die Tasten abgefragt sind, dann muss ich das in mein lauffähiges Programm einbauen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass dieser Befehl, diese Abfrage, wird den Tastenpfeil nach rechts gedrückt, dass ich an dieser Stelle auch mal vorbeikomme. Diese Frage steht jetzt quasi hier formuliert, aber diese Frage muss auch jemand in Anführungszeichen stellen. Die Frage muss auch gefragt werden. Und dazu muss ich diese Frage irgendwo hier in mein Programm reinbauen. Falls Tastenpfeil nach rechts gedrückt, dann ändere x um 10. Falls Tastenpfeil nach links gedrückt, dann ändere x um minus 10. Und wenn ich das Programm nun laufen lasse, stelle ich fest, wenn ich meine Taste drücke, passiert gar nichts. Kann sich irgendjemand erklären, warum es nicht funktioniert? Idee? Vielleicht war das Programm schon gelaufen bis zu dem Zeitpunkt? Das ist schon lang vorbei. Nach einer Millisekunde ist es durch. Das heißt, das Programm geht los und dieses Falls, das ist wirklich eine Frage, wenn das Programm abläuft, mit dem Falls ist gemeint, falls jetzt genau in diesem Moment, wo ich diese Frage stelle, das zutrifft ja oder nein, dann mache ich das. Wenn nicht, gehen wir weiter. Ich stelle die zweite Frage, ist der Pfeil nach links gedrückt, jetzt gerade in diesem Moment, ja oder nein, und was kommt danach? Programmende fertig. So schnell kann ich gar nicht auf die grüne Fahne klicken und meine rechte Taste drücken, dass überhaupt irgendwas passiert. Das heißt, ich muss in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass ich überhaupt eine Chance habe, dahinterher zu kommen. Und jetzt kann es ja sein, die rechte Taste im Spiel ist mal gedrückt, dann ist sie mal nicht gedrückt. Ich muss das Ganze in so eine Dauerschleife einbauen. Das heißt, die ganze Zeit wird gefragt, ist die rechte Taste, ist die Taste rechts gedrückt? Nö, okay, dann stelle ich die gleiche Frage wieder. Vielleicht ist sie ja jetzt gedrückt. Das heißt, ich muss das Ganze in eine Wiederholung reinbauen. Das kann ich 360 Mal machen. Da gibt es aber, weil ich das ganz oft machen will, noch einen schöneren Block. Der nennt sich Wiederhole fortlaufend. Wenn ich das Ganze hier reinpacke, dann kriegt man so ein bisschen die Logik, wie Programme laufen. Also ich frage mich, ist die rechte Taste gedrückt? Nein. Ist sie jetzt gedrückt? Nein. Ist sie jetzt gedrückt? Und irgendwann ist sie mal gedrückt. Und dann wird genau dieser blaue Block ausgeführt. Programm jetzt ein bisschen größer laufen lassen, sieht man auch, das wird hier so gehighlightet, das Programm läuft die ganze Zeit und diese Frage, Pfeil nach rechts gedrückt, wird die ganze Zeit wird gefragt und meistens wird die Frage mit Nein beantwortet, außer ich drücke auf die rechte Taste, dann wird die Frage mit Ja beantwortet und meine Katze läuft nach links und sie läuft nach rechts und sie läuft nach links und sie läuft nach rechts und ich kann die Katze schon mal steuern, das Programm läuft die ganze Zeit in irgendeiner Schleife. Der erste Teil. Soweit kann ich eine Katze laufen lassen. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen. Ich versuche mal in diesem Tempo, weiß ich nicht, ist zu langsam, zu schnell, was genau?
Ja? Ich habe eine Zwischenfrage. Gibt es auch so vorgefertigte Tutorials, mit denen die Schüler dann eigenständig arbeiten, oder muss ich mir die Aufgaben als Lehrer also alle selber überlegen? Massig. Also es gibt genug. Gibt genug, genau. Kann, genau. Okay, genau. Probiert doch mal das. Ich möchte, mal das. Genau. Aber ich möchte hier jetzt nicht gleich sagen, oh, mache ich im Unterricht und so weiter. Ich bin der Meinung, wenn man das im Unterricht machen soll, einfach mal selber machen und so weiter, bis man das verstanden hat und so weiter. Aber gibt es genug, gibt auch Bücher dazu und so weiter. Und das ist sozusagen im Bereich der grafischen. Wunderbar, wieder einmal hochheben. Coole Spiele mit Scratch und so weiter, da gibt es massig. Also gute Sachen, mittelgute Sachen. Mhm. Gut. Die nächste Sache ist die, ich schaue mal mit euch zusammen in ein Spiel rein, das ich in einem anderen Kontext gemacht habe. Da geht es um ein Helikopterspiel. Da habe ich nämlich genau das gleiche gemacht. Da ist keine Katze, sondern ein kleiner Helikopter. Ich habe die Dauerschleife, die kennt ihr schon, die nennt sich in der Spielentwicklung die Game Loop, die läuft ganz oft schnell durch. Pfeil nach links gedrückt, ändere x und minus 2, Pfeil nach rechts gedrückt, x und 2, Pfeil nach oben, y und 2, Pfeil nach unten, y und minus 2. Ja. Klar, was passiert? Okay, dann könnt ihr schon Programmcode lesen, Fremdprogrammcode lesen, also so schwierig ist Programmieren scheinbar doch nicht. Nach 20 Minuten ersten fremden Programmcode gelesen und vielleicht verstanden. Und wer? Ich drücke nach rechts, ich drücke nach links, ich drücke nach oben. Ich drücke nach unten, das ist schon mal das erste Helikopterspiel, das so funktioniert. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist Spiel so mittelspannend, das Spiel ist, so funktioniert eigentlich ein Helikopter nicht, dass er hoch und runter fährt. Wenn man das Spiel ein bisschen spannender machen könnte, könnte man zum Beispiel sagen, ja, ein Helikopter muss eigentlich nicht extra nach unten steuern, sondern es reicht eigentlich, wenn ich den Motor ausmache, dann fliegt er von allein nach unten. Zweite Programmiertechnik, wir haben nicht nur ein Falls, sondern das ist auch etwas, was es sehr oft gibt in der Programmierung, so eine Abfrage, die heißt Falls, wenn es erfüllt ist, ja, anderenfalls nein, also die Abfrage Falls sonst, ganz klassisch auf Englisch, if else, vielleicht hat man es schon mal gehört, auch in der Steuerung, da gibt es ein Falls, eine Bedingung erfüllt, dann macht das eine, und wenn es genau nicht der Fall ist, dann macht das andere. Das heißt, es wird immer jeweils die eine Variante oder die andere ausgeführt. Da kann ich zum Beispiel sagen, falls die Taste Pfeil nach oben gedrückt, ändere y um 2. Ansonsten ändere y um minus 2. Und wenn ich ein Spiel schreiben will, das vielleicht ein bisschen anspruchsvoll ist, dann ist es jetzt schon so, wenn ich den Pfeil nach oben nicht drücke, geht der Helikopter runter, jetzt muss ich ihn hochdrücken. Das heißt, dass der auf der Stelle bleibt, geht schon mal gar nicht mehr, das heißt, ich muss auch ein bisschen was tun, sonst ist das Spiel ja irgendwie langweilig, wenn er quasi nur wie so eine Drohne auf der Stelle schwebt. Das heißt, das wäre der nächste Punkt, falls Bedingung, ja, das eine, ansonsten mache ich das andere. Das ist einer der Basisblöcke, die wir haben, nennt sich in der Fachsprache eine Verzweigung, entweder so oder so, ohne Schleife, ohne Abfrage. Und das sind eigentlich die Grundbausteine, mit denen ich irgendwie fast jegliche Programme, die es irgendwo gibt, oder Algorithmen ablaufen. Ich habe irgendwelche Befehle, ich habe irgendwelche Abfragen. Dann überlege ich aufgrund der Situation, die ich gerade habe, tue ich das eine oder tue ich das andere, oder ich wiederhole es ein paar Mal und so weiter. Das ist eigentlich sehr vereinfacht, wenn ich sagen würde, das ist eigentlich schon alles, aber das ist ein ganz großer Teil, dass die meisten Programme wirklich aus diesen Wiederholungen und Entscheidungen zusammengebaut sind, eben entsprechend ein bisschen komplexer. Wenn wir jetzt in unserem Helikopterspiel sagen, okay, richtig schönes Spiel ist das ja nicht, na? Also hoch und runter und der Helikopter, das ist total langweilig, passiert denn da irgendwas? Das mache ich jetzt nicht alles Schritt für Schritt nach. Ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet, einfach dass man durchkommt. Es geht auch nur darum, euch zu zeigen, welche Schritte sind da möglich. Lass mal die Änderungen weg. Ich kann in diesem Spiel zum Beispiel Folgendes machen. Ich schaue mal hinein. Ich habe das einfach vorbereitet, weil das dauert lang, wenn man das zeichnet. Ich kann die Bühne, das ist das Hintergrundbild, da habe ich ein Malprogramm drin, Bühnenbilder wie Paint, da kann ich mir ein schönes Hintergrundbild malen mit Schwarz und Blau und so weiter. Also das ist einfach ein Paintbild.
Da steckt nicht allzu viel mehr dahinter. Und ich habe nach wie vor meinen Helikopter. So. Und in meinem Helikopter habe ich nach wie vor das gleiche Skript wie vorher drin. Wiederhole, Taste Pfeil nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und ich habe noch ein einziges was Neues eingebaut, weil sonst wird das Spiel sehr, sehr langweilig. Nämlich, Open-Ender, neues, falls wird Farbe blau berührt. Und das Blau ist eben genauso wie die Pixel von meinem gezeichneten Hintergrund. Und was passiert, wenn mein Helikopter gegen sowas Blaues stößt, auch wieder falls, dann gehe zu, das sind so komische Zahlen, naja, das sind einfach die Startkoordinaten, die da oben, dass der Helikopter in diesem gelben Feld wieder auftaucht. Also ist wirklich nur das eine, was ich gerade in der Hand habe, was quasi in diesem Beispiel neu ist und dass ich mit Paint ein bisschen was gemalt habe. Wenn ich mir das anschaue, dann habe ich schon einen Helikopter. Kann ich hoch und runter fahren, hoch und runter fahren, kann nach rechts fahren. Das ist schon mal gar nicht mehr so einfach hier, dass ich den hier irgendwie in der Schwebe halte. Und wenn ich eben hier irgendwo gegen das Blaue dotze, dann geht es zurück auf Start und ich muss schon ein bisschen gucken, dass mich beim Helikopter überhaupt hier durchhange und ich schaue, ich komme zum Ziel. Habe es jetzt gerade nicht geschafft. Probiere ich es nochmal, ob ich jetzt zu meinem Ziel komme. Levels nur so schwierig machen, damit man es ja auch mit dem Demo-Modus. So, jetzt bin ich hier am Ziehen und offensichtlich passiert nichts. Und ich habe das Spiel irgendwie nicht geschafft. Das ist auch irgendwie frustrierend. Hat irgendjemand eine Idee, was man jetzt machen kann? Damit man sagt, hier wunderbar, Level achieved. Ja? Wenn die Farbe rot berührt, dann Text einblenden. Herzlichen Glückwunsch oder so. Super, wunderbar. Also, ganz einfach, falls Farbe, ich nehme das Duplizieren, falls wird Farbe rot berührt, ich habe jetzt super, ich klicke hier in die Farbe rein, dann wird die Pipette aktiviert, ich gehe einfach hier rüber mit dem Mauszeiger, bis es hier unten rot wird. Sieht man rechts, unten erwischt. Falls wird Farbe rot berührt, dann, nicht gehe zu, das Quatsch, sondern aussehen, sage herzlichen Glückwunsch, baue das hier rein und los geht's. Mal gucken, ob das so richtig ist. So, perfekt. Also habe ich schon das Level gewonnen und so weiter. Jetzt sehe ich natürlich so richtig, fein ist es nicht, weil was passiert mit der Hauptschleife, mit meinem Hauptprogramm? Das läuft eigentlich die ganze Zeit weiter. Das heißt, das ist natürlich eine super Lösung. Man kann es ein bisschen, wenn man das Spiel weitermacht, etwas noch eleganter machen, indem man sagt, okay, ich sage es hier nicht herzlichen Glückwunsch und eigentlich läuft das Programm weiter, sondern wir hatten vorher diese Wiederholung. Am Anfang haben wir kennengelernt, wiederhole 10-mal, 360-mal, wiederhole die ganze Zeit. Es gibt noch eine Variation, wiederhole so lang, bis irgendwas Spezielles passiert und dann wiederhole es nicht mehr, dann hör auf. Das kennen wir so wie eine Mikrowelle, drehe ich so lange wie es blinkt und dann mach halt aus. Und das ist eine bestimmte Situation, vorliegt ein bestimmtes Ereignis. Da geht hier zum Beispiel bei Steuerung, wie heißt denn das, wo ist es? Wiederhole 10-mal, wiederhole fortlaufend, wiederhole bis, hier unten ist er, wiederhole bis, also machen wir das, wiederhole. Bis die Farbe rot berührt wird, und jetzt mache ich dieses wiederhole fortlaufend. Weg, entsorge ich das, wiederhole, bis die Farbe rot berührt wird. Und das herzlichen Glückwunsch, das können wir jetzt ans Ende dieser Wiederholung. Das heißt, dieser Block wird wiederholt, bis die Farbe rot berührt wird. Und dann, wenn die Farbe rot berührt wird, ist auch der Level zu Ende. Ich brauche keine Tastatur mehr abfragen, die bewegt sich nicht mehr, sondern sage herzlichen Glückwunsch, Level ist fertig. Naja, und was dann unten eben da passiert, dann Highscore-Liste, epische Truhe und was weiß ich was, weil es irgendwelche Elemente gibt, das kann man dann wirklich noch anbauen. Und dann habe ich im Prinzip das Spiel fertig und habe mein erstes kleines Spielchen. Herzlichen Glückwunsch und mein Programm endet. Ich bin jung, mein Programm ist zu Ende. Wie lange haben wir gebraucht? 30 Minuten. Ich hoffe, es war nicht so schnell, dass keiner sagt, oh Hilfe, das
muss ich unbedingt nachlesen, also wenn man in Scratch sich ein paar Minuten mal einarbeitet und es ganz vorsichtig Stück für Stück hinklickt, dann sieht man das. Wer die ganzen Scratch-Sachen zu Hause nachmachen möchte, bei Scratch gibt es auch so eine Seite, wo verschiedene Leute ihre eigenen Projekte vorstellen können. Ich schreibe das in das Etherpad rein, dann haben sie einen Link, oder dann habt ihr einen Link und dann könnt ihr da draufklicken und dann seht ihr die ganzen Sachen. Ich habe auch unter dem Hashtag DGD17 die ganzen Projekte sortiert, dann kann man da diese Helikopter-Sachen sich anschauen. Eins will ich vielleicht noch zeigen, wo man kann jetzt einfach an der Stelle beliebig weitermachen und sagen, oh, was fällt mir ein, was könnte man denn noch bei dem Helikopter Tolles machen? Der könnte zum Beispiel, naja, ich kann da gegen meine Wand fliegen und immer wenn ich gegen die Wand fliege, komme ich sofort wieder zum Anfang zurück. Viele Spiele machen das, manche Spiele machen das auch nicht so, manche Spiele sagen, ich gehe da nicht gleich wieder zum Anfang zurück, sondern der geht ein bisschen kaputt, ein bisschen mehr kaputt, ein bisschen noch mehr kaputt und am Schluss ist er ganz kaputt und erst dann ist das Spiel zu Ende. Zeige ich auch mal ganz kurz, wie man das machen kann. Auch mit ganz einfachen Bordmitteln, basiert wieder auf dem Standard-Heli-Programm. Bitte nicht erschrecken, erkläre es ganz kurz. Wir haben, was wir machen können, vielleicht auch schon mal gehört, Informatik ist auch Datenverarbeitung. Es gibt also Variablen. Ich kann einfach mit den Variablen definieren. Schaden heißt die, kann ich die nennen. Klicke ich da drauf, sage neue Variable. Und diese Variable ist wie ein Speicher, der kann ich einen Wert zuweisen und die hat den dann. Der kann einen anderen Wert zuweisen, dann hat sie den anderen Wert. Jetzt kann ich hoch und runter zählen, also ist ein bisschen kleiner Speicher eben. Und am Anfang sage ich in meinem Programm, setze Schaden auf 0, das mit dem Kostüm kann ich nachher erklären, setze Schaden auf 0 und was passiert, wenn ich die Farbe blau berühre, dann gehe ich nicht sofort wieder nicht so um die Ecke, vielleicht habe ich ja nur ein bisschen gestreift, sondern ändere Schaden. Bei jeder blauen Berührung zählt quasi diese Variable um 1 hoch, Phase 0 ist ja 1, Phase 1 ist ja 2. Und damit es ein bisschen optisch lustig aussieht, habe ich den Helikopter. Auch eine hübsche Sache. Jeder Helikopter kann hier verschiedene Kostüme haben. Einmal den hier und einmal den leicht roten. In dem Moment, wo ich mit Blau kollidiere, kann ich dem Helikopter sagen, zieh mal das rote Kostüm, und dann sieht er kurz rot aus, dann sieht man auch, oh, da passiert irgendwas. Und wenn ich nicht mit Blau kollidiere, zieht sozusagen der Helikopter wieder sein Standardkostüm an, das blaue. Ja, ändere den Schaden um 1 und ja, jetzt geht's los. Wo ist da die Begrenzung? Wie viel Schaden kann er jetzt bekommen? Das kommt, also das mal das erste hier, der Schaden bei Kollision, da zähle ich die Variable hoch. Nur dadurch, berechtigte Frage, nur dadurch, dass ich eine Variable langsam hochzähle von 1 bis 100, passiert ja noch lange nichts. Das muss ich auch immer nachfragen. Im nächsten Block habe ich hier drin, falls Schaden größer 99, also wenn Schaden 100 erreicht ist, dann sage, der Heli ist kaputt, stoppe alles, Game over. Das steht dann sozusagen in diesem nächsten Block. Da kommt dann tatsächlich die Abfrage. Weil in jedem Durchlauf zähle ich dann die Variable nur vielleicht einmal hoch, dann ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und wenn ich 100 Schritte lang in der Wand war, dann zähle ich das hoch. Sehr schön ist auch in Scratch, die Variable wird gleich sehen wir gleich optisch dargestellt. Dann schauen wir uns das mal an. Wie das aussieht mit einem schönen Schadensmodell. Da oben ist der Schaden, der ist auf 0. Also noch ein bisschen größer machen. Schaden auf 0, wenn ich jetzt hier irgendwo reinfahren in das Blaue, dann sieht man sofort, der Heli wird rot und der Schaden zählt hoch hier oben und spätestens bei 100, da trifft die Bedingung zu Schaden größer 99 oder 100, Heli ist kaputt, stoppe alles, Game over. Ich wäre auch immer aus dem gestalterischen Bereich und könnte ich, also dieser Helikopter, ist der da erstellt oder ist der irgendwie vorgefertigt, importiert oder... Es gibt in Scratch, es gibt ein paar Standard, so wie die Katze oder sowas, ein paar Standardfiguren, die sind einfach drin, die gibt eine Bibliothek, die kann ich einfach nehmen, das sieht nett aus. Zum Beispiel von der Katze gibt es zwei Kostüme, einmal mit Beinen auseinander, mit Beinen ein bisschen zusammen, wenn ich permanent zwischen beiden Kostümen wechsle, sieht es fast aus, als läuft die, so eine kleine Animation. Aber ich kann auch selber was malen oder Bilder importieren oder sonst irgendwas. Also ich kann zum Beispiel was im Illustrator erstellen und welches Dateiformat brauche ich dann, dass man da reinsetzen kann? Also
größte, die so ein Objekt haben kann, ist, glaube ich, die Bühnengröße 480 mal irgendein Bitmap-Format. JPEG, BMP, TIFF, was man da genau alles importieren kann, weiß ich nicht, aber das kann man dementsprechend mit irgendeinem Grafikprogramm kann man sich das zeichnen. Und das, also wenn die Frage aufkam, ich gehe mal kurz rein in den Helikopter, Kostüme, neues Kostüm, hier aus der Bibliothek, selber zeichnen, geht so, naja, mit beschränkten Bordmitteln, die wir hier haben, oder Kostüm aus einer Datei laden, da mache ich einfach einen Dateiimport und lade mir die Grafikdatei oder der Festplatte irgendwo hoch. Kann ich das selber gestalten. Also ich muss nicht diesen beschränkten Mini-Paint-Editor nehmen. Ich kann es auch mit einem anständigen Programm machen, wenn ich da etwas erhöhte Ansprüche an die Gestaltung habe. Ja, so kann ich, das wäre das erste kleine Spiel. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Fragen? Haben wir noch 10 Minuten? Vielleicht, es gibt gerade einen Workshop von der MIT, wo man Scratch Schritt für Schritt lernen kann. Das läuft zwar schon eine Weile, aber ich glaube, da kann man noch später einsteigen. Und diese Workshops sind es, glaube ich, auch auf der Scratch-Seite meiner Seite, so als Einsteiger, einfache Einsteiger-Spiele praktisch. Also da soll man erstmal seinen Namen animieren. Das heißt so wie learn.media.mit.edu. Okay. Und das ist von dem, wie heißt der Mitch Dings, der das da mit organisiert oder mit programmiert hat, ein Workshop, wo internationale Leute zusammenkommen und üben und dann ihre Sachen austauschen und so weiter. Das ist eine ganz coole Sache, um so ein Einstieg zu finden. Vielen Dank, ich bin im Redshift drin, genau. Auch wenn man irgendwo eintippt, Internet Scratch Tutorial und nur die ersten 20.000 Links nimmt, ich treibe es mal bewusst, da ist man wirklich versorgt. Also mir geht es heute wirklich darum zu sagen, das Schwierigste, das ist so wie, die, ich sage immer, was ist die schwierigste Übung im Fitnessstudio, das ist für mich zumindest die Eingangstür zu finden. Ja, also das ist danach, wenn man mal drin ist, geht es eigentlich. Und so ist bei der Programmierung eigentlich auch. Scratch bietet schon ein sehr niederschwelliges Ding, aber sozusagen den Schritt mal zu sagen, ich setze mich zu Hause hin, ich klebe mal da rein, schiebe ein bisschen rum und dann stellt man fest nach einer halben Stunde, das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, das kriegt man irgendwie hin. Man muss allerdings auch dazu sagen, richtig anspruchsvolle Spiele damit zu machen und so weiter, ist natürlich da, bedarf es dann mehrerer Techniken, wobei der erste Einstieg, der ist ganz einfach, es muss kein Computerspiel sein, man kann auch ein Quiz machen, tippe Antwort A ein, wenn Antwort A gleich sowieso, dann schreibe richtig, ansonsten falsch, da können Schüler Quizze machen und so weiter, man kann Animationen machen, da gibt es also unzählige Sachen, die man damit sich anschauen kann. Ja. Jetzt bist du ja von der SEC 1, 2, aber Klasse 3, 4 müsste das theoretisch auch hinkriegen, wenn wir das jetzt so schnell in einer halben Stunde gelernt haben. Oder wie sind so die Erfahrungen bei Grundschülern? Da ich kein Grundschullehrer bin, weiß ich, kann ich es nicht sagen. Ich habe ein ehemaliges Grundschulkind zu Hause, den habe ich auch mal damit rumspielen lassen, wobei seine Interessen, der wollte ja einen Fußballplatz, ich habe das dann. Fand ich auch gut, also auch nicht forciert, da muss man immer, wenn man aus Fachlichkeit ist, so ein bisschen vorsichtig sein, die eigenen Kinder da. Aber ich sehe keinen Grund, warum das in der Grundschule nicht funktionieren sollte, wobei ich immer so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis habe, ob man die Kinder im Grundschulalter schon mit so etwas, aber wenn man Digitales macht, kann man sowas bestimmt auch mal. Aber wenn man jetzt so iPad-Klassen oder was hat und man, ne, man hat eine AG oder weiß ich nicht, eine Scratch-AG, könnte man ja. Wenn das da ist. Also, geht. Ich bin auch keine Grundschullehrerin. Ich habe 2 7-jährige Kinder zu Hause und ich habe Scratch dünne runtergeladen, einfach nur mal so aus Spaß. Und das ist so unglaublich, wie intuitiv und wie schnell, ohne dass man irgendwas erklärt, wie damit klarkommt. Das ist Wahnsinn. Man baut sich da als Erwachsener selber immer im Kopf um welche Hürden auf, was da alles schwierig sein könnte. Das geht kluck, kluck, zack, blüht die Katze. Scratch Junior. Ja, das ist ähnlich. Scratch Junior ist. Bietet bei weitem nicht die Möglichkeiten, also ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach und ich habe fast nur eine Aneinanderreihung von Befehlen.
einen Weg ablaufen und die besteht im Prinzip daran, dass ich Blöcke gehe geradeaus, biege links ab, gehe geradeaus, springe eine Stufe hoch. Also einfach in sequenzieller Reihenfolge Befehle hintereinander reihe und dem Roboter quasi programmiere, damit er diesen Weg abläuft. Und das ist einfach so ein, fängt dann mit Level 1, zwei Schritte geradeaus, fertig. Und dann, also das ist einfach ein nettes Computerspiel, das spielen die Kinder und merken eigentlich gar nicht, dass sie dabei diese Abstraktion des Programmierens intuitiv sich einarbeiten. Und das ist ganz, ganz low level vorhanden. Der Junior ist für iOS und Android entwickelt worden. Genau. Als App, wird das jetzt dann mit den normalen Scratch aufzukommen oder bleibt es dann rein webbasiert? Also das Scratch Junior, das ist im Prinzip ein ganz anderes Produkt. Es sieht ähnlich süß aus und hat eine ähnliche Zielgruppe mit netten Figürchen und so weiter. Und auch diese blockorientierte Idee, dass die Blöcke aneinander reihen, das ist derzeit total im Trend, es ist immer mehr im Kommen. Und also, aber es sind zwar im Prinzip zwei getrennte Produkte. Wobei ich auch immer ganz wichtig finde, wenn man irgendwas anfängt, auch jetzt, wenn ich euch das gezeigt habe, ihr habt jetzt, glaube ich, einfach das Konzept verstanden, wie sowas funktioniert. Und wenn ihr eine andere Sprache kommt, die auch so Blöcke hat, dann ist ein Wiederholungsblock, der liegt ein Block, biege links ab, biege rechts ab, dann klicke ich meine Sachen rein. Da gibt es 20 andere Sprachen, die alle ähnlich funktionieren. Und wenn man eine kann, dann hat man das Konzept wirklich verstanden. Also, das ist, egal was man macht, der erste Schritt ist einfach mal gemacht. Ich weiß nicht ganz die Antwort auf die Frage, aber. Dann muss ich mich auch korrigieren, dann war es tatsächlich auf Scratch, weil es war auf dem Laptop. Also da kann es nicht Scratch Junior gewesen sein. Ja. Ich wollte mal rausgeregt, weil Scratch Junior ist von der Scratch Foundation, glaube ich jetzt irgendwie, und die hängt aber. Also ist das eine. Also die. Mit dem MIT hängt eben schon noch zusammen. Was dahinter steht, ja, aber es sind zwei Produkte. Ja. Also das eine ist quasi das Tablet-Produkt, das ist ganz eingeschränkt, ganz einfach, Low-Level, das war schon möglich. Kindergarten, sage ich mal nicht, Kindergarten-Primarbereich, also das ist auch relativ schnell ausgereift, so wirklich, also mit Haftwagen und sowas. Und dieses Scratch hier, mit diesem Scratch kann man wirklich, das muss ich auch sagen, auch wenn das so am Anfang der Einstieg ist, und das wäre sozusagen der Abschluss vom Workshop, man kann wirklich abgefahrenes Zeug mitmachen. Ich würde zum Abschluss nicht zur Abschreckung, und nicht, dass ihr das machen solltet, sagt Hilfe, einfach mal zwei Sachen zeigen, die man selber mit Scratch auch machen kann. Da wird es dann etwas abgefahren. Das eine ist das, was ich heute in dem Nachmittagsworkshop zeige. Das beliebte Spiel Hillclimb Racing könnte ja irgendjemand kennen. Das habe ich jetzt mal mit, wie gesagt, wer mediengestalterisch unterwegs ist, wird erkennen, absichtlich mit zusammengepainteter Scratch-Grafik gemacht. Aber wer dieses Spiel kennt, ich kann hier losfahren, kann in den Hügel hochfahren, habe hier unten ein Geschwindigkeitsmesser, habe eine Tankuhr und fahre dann in der Gegend rum und habe einen richtig schönen Side-Scroller, kann dann hier einmal voll tanken und so weiter. Eine schöne Hintergrundanimation. Also sowas kann man auch alles machen. Das ist das, was ich heute Nachmittag ein stückweise Nachmittagsworkshop zeige. Da sehen die Programme natürlich, ich zeige es euch gar nicht, wie das aussieht. Das ist dann einfach, als habt ihr es auch gesehen, etwas länger. Aber Befehle, Schleifen, Abfragen und so weiter. Und weil manche belächeln, auch meine Oberstufenschüler haben mich manchmal belächelt und haben gesagt, ja, was sie da machen mit ihrem Scratch, das ist zwar alles nett und so weiter, aber das ist doch nicht richtig Programmieren. Und was ich dann meistens mache, ist, dass ich Ihnen eine Demo zeige. Einfach nur zur Abschreckung, wenn irgendeiner meinte, das sei Kinderkram. Und einer sagt, das ist ja nicht richtig Programmieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege, das dauert ein bisschen. Man kann nämlich tatsächlich auch ein Scratch, das ist auch wieder nicht hübsch und auch nicht, vielleicht erfüllt keine mediengestalterischen Ansprüche, aber ich kann eine 3D-Welt machen und ich kann durch eine 3D-Welt ein richtiges 3D-Spiel, was alle Schülerinnen und Schüler kennen, kann man auch durchlaufen, man kann sich drehen und so weiter. Das dauert ein bisschen, dann kann ich das nochmal was zeigen. Ist auch nicht, ich bin ganz schlecht in Sachen irgendwie hübsch machen, ich lege immer Wert auf die Funktion, aber ich kann hier nach hinten laufen, kann nach vorne in die Welt reinlaufen, kann mich drehen. Kann hier zwischen den Bäumen durchlaufen, kann mich nach links drehen und so weiter. Also es ist eine richtige 3D-Welt.
paar Einschränkungen muss man an die Möglichkeiten von Splash machen. Aber das geht auch und das ist wirklich richtiges 3D. Kriegt man auch hin. Also das auch mit Mitteln. Also das nur als letztes. Wer sagt Scratch sein Kinderkram, wenn er das dann hinkriegt, in der Schule sage ich immer, dann kann er das sagen, aber das ist die Möglichkeit von Scratch, habe ich noch keinen kennengelernt, der sie ausgereizt hat. Das soll auch kein Thema sein, sondern eher einstellig. Ich kann euch nur motivieren. Jetzt habt ihr das gesehen, die Projekte liegen drin im Etherpad. Helikopterspiel 1, 2, 3, 4, wirklich wie ich das aufbaue, Level 1, Level 2, Level 3, 4. Es gibt in meinem Etherpad oder in meinem Scratch-Projekt, wo das drin liegt, auch noch ein paar Erweiterungsmöglichkeiten. Basierend auf dem Heli-Modell, da ist dann zum Beispiel ein Ding drin, eine Idee, das einfach auf dem Standard-Heli-Programm ein Modul erweitert. Das ist ein Schlüssel, ich habe eine Tür, die ist zu, ich muss so hinfliegen, da habe ich den Schlüssel, wenn ich den Schlüssel habe, gehe die Tür auf, dann fahre ich zur Tür raus oder sowas. Das zweite ist, ich fahre zum einen Raum raus zum Level, dann kommt das zweite Level und ich komme rein. Also da haben wir zwei, drei Erweiterungen. Wer Lust hat, kann sich anschauen. Das ist einfach ein schöner Einstieg und ich freue mich. Oder ist jetzt doch nicht so Informatik, Hilfe, Angst, weil das einfach ein Thema ist und damit beenden wir es. Wir haben in Baden-Württemberg jetzt Informatik, seit letzter Woche wurde es beschlossen als Einschulungspflichtfach in Klasse 7 und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir einfach die Informatik und auch das Programmieren eben rausholen aus der Nerd-Ecke, aus der universitären Ecke, aus der gymnasialen Oberstufe, sondern sagen, Digitalisierung ist für alle da, die Algorithmen ist ein Baustein, der ist für alle da. Und wenn ich das mal selber gemacht habe und mal selber ein, zwei Stunden ein Programm gemacht habe, vielleicht stellt ihr das auch fest, wenn ihr euch mal ein, zwei Stunden da was rumklickt, dann kriegt man einfach nicht, dass man Programmierer wäre oder sonst was oder irgendwas produktiv könnte oder eine Kompetenz, aber man kriegt einen anderen Blick auf die Dinge und man kriegt einen gewissen Perspektivwechsel. Und wenn man das bei sich selber erreicht, ist es eine ganz tolle Sache und dann kann man es vielleicht irgendwann schon wieder weitergeben. Oder auch nicht, oder man hat den Perspektivwechsel nur für sich selber als Lehrkraft.